herzlich willkommen zu einer neuen Folge MicroTypixel Skyblock. Jetzt werdet ihr ein paar Highlights aus dem gestrigen Stream sehen, beziehungsweise je nachdem, wann ihr das Video seht, auf jeden Fall vom Stream vom Freitag werdet ihr ein paar Highlights sehen. Ich habe ordentlich MicroTypixel Skyblock gezockt. Er hat übelst gebockt, der Modus. Der Stream war auch mega krass. Ich glaube, irgendwie im Stream selbst 14 Abonnenten, 16 Likes, 4 Euro gespendet. Also da auch nochmal vielen Dank an Merlin Zock, der die 4 Euro gespendet hat. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und jetzt wünsche ich euch natürlich viel Spaß bei den Highlights. Und ich würde mich natürlich auch über Feedback in den Kommentaren freuen. Wenn ihr Ideen habt, was ich noch verbessern kann, schreibt es gerne da rein. Und jetzt viel Spaß. So, dann müssen wir hier einmal alles einsammeln. So, dann haben wir das nächste Stückchen der Golem-Rüstung. Man kommt zwar so weniger XP, aber wenn man XP farmen will, dann kann man die eben halt mitnehmen. Ich sollte mir die am besten auch in die Ender-Chest packen. Dann kann ich die nämlich zu jeder Zeit darauf zugreifen. Hard- und Diamond-Rüstung würde ich natürlich gerne nehmen. Aber dazu sage ich jetzt nicht nein. Und bessere Rüstung kann ich auf jeden Fall ganz gut vertragen. Wenn du die für mich übrig hast und die selbst nicht brauchst, kannst du mir natürlich gerne abgeben. Aber ist jetzt auch nicht unbedingt das Allerwichtigste. Einmal dann hier schön in das Portal gehen. Leider laggt es immer so ein bisschen kurz, wenn ich eine neue Welt hier betrete. In-game heißt ich The Aircraft. Genauso wie auf YouTube. Alter, der Durchschlag ist einfach nur sehr störend. Unterstrich. Okay. Wo bist du? Ah, hi. Tada. Ja. Akzeptieren. Soll ich dir dafür etwas abgeben? Oder hast du alles? Ehre. Jetzt ist aber erstmal instant eine richtig krasse Rüstung. Vielen, vielen Dank. Den Rest stecke ich mir erstmal in meine Ender-Chest. Ich kann nicht schießen. Dann gehe ich wieder zurück ins End. Oder ist hier ein Portal? Ah, Blazing Fortress. Meine ich ja Blazing Fortress. Weil ich noch unbedingt Level 13 oder so werden muss, um ins End zu kommen. Um Endermans zu farmen und um dann letztendlich auch die ganze Portale machen zu können.
Er wurde einfach mitgekillt. Einfach müssen aufschießen. Weiß gar nicht, welches Level ich zurzeit bin. My Collection, Collection, dann die Skills. Ah, fehlt noch ein bisschen was. Muss ja immer irgendwo sich hinstellen, damit ich den Chat lesen kann. Ich keinen zweiten Bildschirm habe. Hier kann man nicht ganz gut XP farmen für Combat Level. Eigentlich mal wieder das Texture Pack hier aufmachen. Sehen die ganzen Waffen nämlich auch einfach geiler aus. The Server will restart soon. Okay, dann gehe ich kurz auf einen anderen Server. So sieht es direkt besser aus, einfach alles. Die ist ankommen. Die Lapis-Rüstung ist auch ankommen. Und ist eine Rare, also eine seltene Rüstung. Könnte ich hier eigentlich mal reforgen. Aber man muss hier immer einzeln reingehen. Und ich brauche ein bisschen Coins. Ich hoffe, ich bekomme möglichst schnell gute Werte. Strength, Crit Damage. Hat es jetzt plus 4 HP gegeben, aber minus 2 Crit Damage? Ne, das will ich nicht. Plus 2 Strength. Plus 7 Strength. Das Strength, Crit Chance und Crit Damage. Ich lasse es erstmal so. Oh, der Magma was spawnt. Damage. Okay. 13. Meinen Bogen gejobbt. Komme ich den wieder? Wo ist sein Bogen hin? Bei welchem gelben Kreis droppen die?
Ich habe schon etwas aufgesammelt, so ein Ember-Fragment. Right-click to view recipes. Ich kann das gar nicht rechts klicken. Ich habe den Bogen auch wieder zurück. Ach so, eine Hand rechtsklick. Ember Helmet. Full Set Bonus. Netherlord. Obsidian will be created below you when walking. Bullshit. Increases the chance of nether monsters dropping an item by 20%. During the full set will also prevent you from taking lava and fire damage. 40 health, 35 defense. Gar nicht so schlecht. 60 defense. 65 AP. Im Prinzip kann man sich damit eine ganze Rüstung machen. Als Schwert habe ich hier ein normales Diamond Sword, im Prinzip ein bisschen enchanted, und als Bogen habe ich den Superior, also ein Endstone Bogen, ein bisschen verzaubert und so. Und der Bogen ist echt gut. Folge dir. Da unten. Komm jetzt nicht hier hoch. Ich habe keine Grappling Hook oder so. Schaffst du durch die Lava zu schwimmen? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die macht 10er Ticks. So ähnlich. Hast du eine Grappling Hook? Ah, Ehre. Darf ich die behalten? Oder willst du sie danach zurückhaben? Okay, nice. Ehre. In der Seite entlang, okay. Ach, hier. Sehr nice. Einmal oben die Gas töten. Mit Pickaxe runterbuddeln. Komm. Ah, nice. Ich hab sie.
Und dann da schon mal das vergrößern, das kleine Gebäude hier. Kann man die Enderman Farm eigentlich am effektivsten bauen? Reicht es auch, wenn man die unten nur auf die rauffallen lässt, auf die Hopper unten? Funktioniert das oder sterben die ja nicht? Und hier etwas vergrößern das Gebäude. Dann kann ich hier den Enderperlen farmen. So. Ah, ich habe 10 schon in Betrieb. Nehme ich mal einen weg. Weil ich ja Weizen, den brauche ich gerade so oder so nicht. Nicht das und im Small Storage noch rein tun. So und den Hopper rein. Kommt hier eine Minion-Kiste. Craft ich mir mal ein paar Kisten. So. Und in der Mitte noch. Das ist ein Cobblestone. Und dann kann ich das ja aufbauen. Einmal so. Und das. Dann 2 Kisten. Irgendwann sollte fürs erste reichen. Hab ich jetzt nur gesagt. Brauche ich einmal noch einen weiter weg. So. Oder? Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Weil es geht aber leichter, wenn ich es so mache. Ah ja. Kann er kurz Zucker oder Papier geben. Wo ist das drin? Pflanzliches. Müsste es eigentlich drin sein. Reichen 1,5-6 Zuckerrohr. Und 54 Papier. Rein. Ach, muss drin bleiben, okay. Okay, nur das Papier. So. Bitte schön. Brauche ich
Warte. Nicht. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ging das so? Ah, ich weiß es nicht mehr. Ich brauche erst ein paar Comparator. Prismarine Blade. Increase melee damage dealt by 100% for the first hit on a mob. Und Sharpness 5. Und Wasser macht es mehr Damage. Ja. Das ist definitiv besser, glaube ich, als mein derzeitiges Schwert. Die Schlagbewegung sieht komplett strange aus. Ich brauche ein paar Comparator. So. Ein paar Verstärker meine ich natürlich. Repeater. Aber das war alles ein. Ganz normale Sortiermaschine. Brauche ich noch ein paar Kisten. Netherrack werde ich doch niemals, glaube ich, einsortieren. So. Habe ich zumindest. Kann ich hier in 2 Block Abstand hier das nächste bauen? So. Zack. Da unten brauche ich Redstone-Kisten. Und ein bisschen Holz dafür noch. Mehr Holz. So, und so. Wieso macht er einen Notenblöcke? Wie macht man einen Redstone-Kisten? Ah, und noch ein normales Holz. Das hatte ich übersehen. Und so. Truhe und Haken. Chest und Tripwire Hook. Ah, okay, an der Seite. Kann ich direkt nebenstellen, nicht dahin.
hier oben das auch noch vollenden. Ich muss ein bisschen ausleuchten wieder. Das hier da auf dem Monster spawnen. Wer hat da eine Spende da gelassen? Das muss ich kurz nachgucken. Auf Tippys Stream. Weil ich das nicht gesehen habe. 1 Euro von Merlin zockt. Vielen, vielen Dank.